Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Häkelkanal Ehrlich Handmade. In heutigem Video häkle ich mit euch zusammen so eine große Tasche. Sie ist super geeignet zum Einkaufen und die Tasche habe ich extra gehäkelt zum Strand zu gehen. Sie ist so groß und da wird ja auch richtig viel reinpassen. Ich gebe euch schnell mal die Masse, und zwar die Breite von meiner Tasche ist bei 46,5 cm. Die höchste Stelle ist 48 cm und in der Mitte ist die Tasche 24,5 cm hoch. Ich möchte noch sagen, aus was ich die Tasche gehäkelt habe, und zwar aus Polyesterschnur 2 mm. In so einer Rolle sind 120 Meter und ich habe mehr als 1,5 solche Rollen verbraucht. Schere, Häkelnadeln 3,5 und Feuerzeug, die Endstücke miteinander zu verbinden. Dann ein Henkel, der 70 cm lang ist, und zwei solche Karabiner. Ihr könnt natürlich das verwenden, aus was ihr gerne häkeln wollt. Wir beginnen mit der Luftmaschenkette und machen 56 Luftmaschen. Die erste Luftmasche zähle ich mit, also 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, dass wir auf 56 Luftmaschen kommen. Die 56 Luftmaschen sind jetzt fertig. Wir wenden jetzt die Kette auf die Seite, wo diese Schlingen zu sehen sind. Und unter diese jede Schlinge häkeln wir eine feste Masche. Also die erste lassen wir aus und bei zweiter fangen wir an. Unter jede diese Schlinge häkeln wir eine feste Masche und an diese Reihe, also am Ende dieser Reihe, werden wir 55 feste Maschen haben. Ich habe 54 feste Maschen gehäkelt und in die erste Luftmasche häkeln wir die letzte feste Masche. Und dann ziehen wir am Endstück und schließen dann diese Luftmasche richtig fest. Wir beginnen jetzt mit dem Muster, und bevor es losgeht, sage ich hier einmal eine wichtige Sache, dass wir am Anfang der Reihe und am Ende der Reihe eine Randmasche häkeln. Das heißt, am Anfang der Reihe häkeln wir Luftmaschen. Das ist dann unsere Randmasche und am Ende der Reihe wird eine Randmasche aus Stäbchen bestehen. Also, und das machen wir dann auch in jede Reihe. Und jetzt beginnen wir mit der ersten Reihe, wenden die Arbeit und machen dann zwei Luftmaschen. Das ist unsere Randmasche. Und dann häkeln wir 11 Stäbchen. Da wir ja schon hier die erste Randmasche gehäkelt haben, wir lassen hier erste Öffnung aus und bei der zweiten Öffnung fangen wir an und häkeln dann 11 Stäbchen. Also 1, 2, 11 Stäbchen sind fertig. Wir machen jetzt eine Luftmasche. Eine Masche auslassen, in die nächste Masche häkeln wir ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen und dann häkeln wir 11 Stäbchen. Wieder eine Luftmasche, eine Masche auslassen, in die nächste häkeln wir ein Stäbchen.
eine Luftmasche, Masche auslassen und dann häkeln wir wieder 11 Stäbchen. Wenn ihr diese 11 Stäbchen gehäkelt habt, dann häkelt ihr noch eine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen, Luftmasche und dann noch 11 Stäbchen dazu. 11 Stäbchen sind fertig und ich häkle in die letzte Masche die Randmasche. Und dann ist die erste Reihe fertig gehäkelt und sieht so aus. Reihe Nummer 2, wir wenden die Arbeit. Häkeln aus 2 Luftmaschen die Randmasche, machen eine Luftmasche dazu. Eine Masche lassen wir aus und dann häkeln wir 9 Stäbchen. 9 Stäbchen sind fertig, dann machen wir eine Luftmasche. Unter der Luftmasche häkeln wir ein Stäbchen. In die nächste Masche häkeln wir ein Stäbchen. Und unter der Luftmasche häkeln wir wieder ein Stäbchen und eine Luftmasche. Und dann beginnen wir, 9 Stäbchen zu häkeln. Eine Masche lassen wir aus und häkeln dann 9 Stäbchen. 9 Stäbchen sind fertig. Eine Luftmasche. Unter der Luftmasche häkeln wir ein Stäbchen. Bei der nächsten Masche ein Stäbchen. Unter der Luftmasche wieder ein Stäbchen. Eine Luftmasche. Eine Masche auslassen und wir häkeln wieder 9 Stäbchen. Und das machen wir bis Ende dieser Reihe, dass wir am Ende 9 Stäbchen gehäkelt haben. Am Ende der Reihe angekommen, eine Luftmasche, eine Masche lassen wir aus und häkeln jetzt die Randmasche. Und wie häkeln wir da, wo unsere 2 Luftmaschen waren? Also bei der zweiten Luftmasche mit der Häkelnadel reinstecken und ein Stäbchen häkeln. Die Reihe 2 ist jetzt beendet. Reihe Nummer 3, wenden die Arbeit. Die Randmasche, die besteht aus 2 Luftmaschen. Unter der Luftmasche häkeln wir ein Stäbchen. Eine Luftmasche. Eine Masche auslassen und dann häkeln wir 7 Stäbchen. Sieben Stäbchen sind fertig, eine Luftmasche, unter der Luftmasche ein Stäbchen, dann da, wo die 3 Stäbchen sind, in der Vorderreihe, häkeln wir 3 Stäbchen und unter der Luftmasche häkeln wir ein Stäbchen. Dass wir insgesamt auf diese Stelle auf 5 Stäbchen kommen, machen eine Luftmasche, eine Masche auslassen und dann häkeln wir wieder 7 Stäbchen.
eine Luftmasche, unter der Luftmasche ein Stäbchen, dann drei Stäbchen, unter der Luftmasche wieder ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen und beginnen wieder mit 7 Stäbchen. Und das machen wir bis Ende diese dritte Reihe und am Ende macht ihr 7 Stäbchen. 7 Stäbchen sind jetzt fertig. Eine Luftmasche. Unter der Luftmasche häkeln wir ein Stäbchen und die Randmasche bei der zweiten Luftmasche. Die Reihe Nummer 3 ist jetzt beendet. Reihe Nummer 4, wenden die Arbeit. 2 Luftmaschen ersetzen uns unsere Randmasche. In die nächste Masche häkeln wir ein Stäbchen. Unter der Luftmasche häkeln wir ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, in die nächste Masche häkeln wir ein Stäbchen und noch 4 Stäbchen dazu. Dann eine Luftmasche. Unter der Luftmasche häkeln wir ein Stäbchen. Dann häkeln wir 5 Stäbchen dazu. Also in jede Masche ein Stäbchen häkeln. Unter der Luftmasche häkeln wir ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche auslassen und dann häkeln wir 5 Stäbchen. So sieht es aus. Und das macht ihr bitte bis Ende dieser Reihe. Am Ende macht ihr 5 Stäbchen und dann zeige ich, wie die Reihe beendet wird. 5 Stäbchen sind gehäkelt, eine Luftmasche, unter der Luftmasche häkeln wir ein Stäbchen, in die nächste Masche häkeln wir ein Stäbchen und am Ende dieser Reihe machen wir die Randmasche, also in die zweite Luftmasche häkeln wir ein Stäbchen. Die Reihe Nummer 4 ist jetzt beendet. Reihe Nummer 5. 2 Luftmaschen ersetzt unsere Randmasche. In die nächste Masche häkeln wir ein Stäbchen. In die nächste Masche häkeln wir ein Stäbchen. Unter der Luftmasche häkeln wir ein Stäbchen. Dann eine Luftmasche, eine Masche auslassen und dann häkeln wir 3 Stäbchen. Eine Luftmasche, unter der Luftmasche häkeln wir ein Stäbchen und dann häkeln wir 7 Stäbchen dazu. 7 Stäbchen sind jetzt fertig, dann unter der Luftmasche häkle ich wieder ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, dann häkeln wir 3 Stäbchen. Und wiederholen diesen Teil. Luftmasche unter den Luftmasche Stäbchen,
7 Stäbchen, unter der Luftmasche ein Stäbchen. Und so machen wir bis Ende der Reihe. Und am Ende häkeln wir hier 3 Stäbchen und dann zeige ich, wie die Reihe beendet wird. Die 3 Stäbchen sind jetzt fertig. Eine Luftmasche, unter der Luftmasche häkeln wir ein Stäbchen. In die nächste Masche häkeln wir ein Stäbchen. In die nächste Masche häkeln wir ein Stäbchen. Und am Ende dieser Reihe häkeln wir die Randmasche in die zweite Luftmasche. Die Reihe Nummer 5 ist jetzt beendet. Reihe Nummer 6 beginnt wieder mit 2 Luftmaschen, ersetzt unsere Randmasche. In die nächste Masche häkeln wir ein Stäbchen. In die nächste Masche ein Stäbchen. Und in die nächste Masche ein Stäbchen. Unter der Luftmasche häkeln wir ein Stäbchen. Dann eine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen, eine Luftmasche, unter der Luftmasche häkeln wir ein Stäbchen, dann 9 Stäbchen dazu häkeln. 9 Stäbchen sind jetzt fertig, die nächste Stäbchen häkeln wir unter der Luftmasche, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, in die nächste Masche häkeln wir ein Stäbchen, eine Luftmasche, unter der Luftmasche häkeln wir ein Stäbchen, dann häkeln wir wieder 9 Stäbchen, unter der Luftmasche ein Stäbchen, Luftmasche ein Stäbchen, Luftmasche ein Stäbchen und so häkeln wir dann bis Ende dieser Reihe und am Ende dieser Reihe häkelt ihr hier eine Luftmasche, Stäbchen, eine Luftmasche und dann zeige ich, wie die Reihe beendet wird. Dann machen wir unter der Luftmasche ein Stäbchen, häkeln noch 3 Stäbchen dazu, also in die nächste Masche Stäbchen, noch ein Stäbchen. Und noch ein Stäbchen. In die zweite Luftmasche häkeln wir die Randmasche. Die Reihe Nummer 6 ist jetzt beendet. Reihe Nummer 7. 2 Luftmaschen ersetzt unsere Randmasche und dann häkeln wir 3 Stäbchen. Eine Luftmasche. Unter der Luftmasche häkeln wir ein Stäbchen. In die nächste Masche häkeln wir ein Stäbchen. Unter der Luftmasche häkeln wir ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche auslassen und dann häkeln wir 9 Stäbchen. 9 Stäbchen sind fertig, eine Luftmasche, unter der Luftmasche ein Stäbchen, die nächste Masche ein Stäbchen, unter der Luftmasche ein Stäbchen häkeln. Dann Luftmasche, eine Masche auslassen und dann häkeln wir wieder 9 Stäbchen. Und das machen wir bis Ende dieser Reihe, dass ihr hier am Ende der Reihe 9 Stäbchen habt. 9 Stäbchen sind fertig, eine Luftmasche, unter der Luftmasche ein Stäbchen, in die nächste Masche ein Stäbchen. Und unter der Luftmasche ein Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen und dann häkeln wir 3 Stäbchen.
1, 2, 3. Und die Randmasche häkeln wir in die zweite Luftmasche. Die Reihe Nummer 7 ist jetzt beendet. Reihe Nummer 8, die Randmasche. Dann häkeln wir 2 Stäbchen. Eine Luftmasche. Unter der Luftmasche häkeln wir ein Stäbchen. Dann 3 Stäbchen dazu häkeln. Und unter der Luftmasche häkeln wir ein Stäbchen. Eine Luftmasche. Eine Masche auslassen und dann häkeln wir 7 Stäbchen. Dann eine Luftmasche, unter der Luftmasche ein Stäbchen, 3 Stäbchen dazu. Unter der Luftmasche häkeln wir wieder ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen und dann häkeln wir wieder 7 Stäbchen. Und das machen wir bis Ende der Reihe, dass wir hier am Ende der Reihe 5 Stäbchen haben. Beenden jetzt die Reihe. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen und dann häkeln wir 2 Stäbchen. Und am Ende die Randmasche. Die Reihe Nummer 8 ist jetzt beendet. Reihe Nummer 9 beginnt mit der Randmasche und dann machen wir ein Stäbchen dazu. Luftmasche, unter der Luftmasche ein Stäbchen, dann 5 Stäbchen dazu. Unter der Luftmasche häkeln wir ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche auslassen und dann häkeln wir 5 Stäbchen. Und das machen wir bis Ende dieser Reihe und am Ende dieser Reihe haben wir dann 7 Stäbchen gehäkelt. Am Ende der 9. Reihe Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln und dann die Randmasche. Die 9. Reihe ist jetzt beendet. Die Reihe Nummer 10, die Randmasche, dann eine Luftmasche machen wir dazu. Unter der Luftmasche häkeln wir ein Stäbchen. Dann häkeln wir noch 7 Stäbchen dazu. Unter der Luftmasche häkeln wir ein Stäbchen. 9 Stäbchen sind jetzt gehäkelt. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen und hier häkeln wir 3 Stäbchen. Eine Luftmasche und häkeln wieder unter eine Luftmasche Stäbchen, dann 7 Stäbchen und noch ein Stäbchen dazu. Und so machen wir bis Ende der Reihe, dass wir am Ende der Reihe 9 Stäbchen haben.
Die neuen Stäbchen sind jetzt am Ende fertig. Wir machen noch die Luftmasche und die letzte Randmasche. Und so beenden wir die Reihe Nummer 10. Der Muster sieht jetzt so aus. Und weiter diesen Muster zu häkeln, beginnt man mit der Reihe Nummer 1. Die Breite von meiner Tasche ist jetzt 35 cm. Das heißt, ich muss jetzt 35 cm hoch häkeln. Und insgesamt brauche ich dann 3 solche Quadrate. Das heißt, dass man so Teil am Ende hat. Also hier habe ich 35 cm, dann hier und das muss ich 3-mal häkeln. Ich hoffe, ich verstehe, was ich meine. Aber ich möchte euch noch zeigen, wie man dann mit der Reihe Nummer 1 weiter häkelt. Reihe Nummer 1 beginnt wieder mit einer Randmasche. Unter der Luftmasche machen wir ein Stäbchen und dann häkeln wir 9 Stäbchen dazu. Die 9 Stäbchen sind jetzt fertig und unter der Luftmasche häkle ich noch ein Stäbchen dazu, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen, eine Luftmasche. Unter der Luftmasche fange ich mit den Stäbchen an, dass ich insgesamt bis zu dieser Luftmasche 11 Stäbchen häkle und so mache ich dann diese erste Reihe zu Ende. Und dann machen wir weiter, dass wir unseren Teil fertig gehäkelt haben. Ich bin jetzt mit meinem Teil fertig und ich habe insgesamt die Breite 35 cm und die Länge ist 105 cm. Das heißt, ich habe für so einen Quadrat, ich sage mal, die ganzen Elemente, also 3 solche ganze Elemente gehäkelt für so einen Quadrat. Also für ein 3, dann 1, 2, 3 für den zweiten und 1, 2, 3 für den dritten. Also, so sieht jetzt dieser Teil aus. Und als ich fertig war mit dem ersten Quadrat, habe ich gleich Maschenmarkierer von beiden Seiten aufgehängt, um zu wissen, wie viel ich noch häkeln muss. Also für mich war das so eine Hilfe. Jetzt müssen wir diesen Teil zu einer Tasche zusammenlegen. Und zwar, hier habe ich nochmal aufgeschrieben, 35, 35 und die Länge 105. Ich lege jetzt einen Teil von der Tasche so zusammen. Und den anderen Teil, also das andere Ende, mache ich in eine andere Richtung. Und dann klappe ich die Tasche so zusammen. So sieht es nachher aus. Von einer Seite und von der anderen Seite. Und dann müssen wir hier und einmal da zusammennähen. Also, wenn ihr euer Teil fertig habt, knickt das einmal so zusammen, legt die Tasche zu einer Tasche und dann zeige ich, wie dieser Teil dann zusammen angenäht wird. Die Tasche habe ich zusammengelegt, so wie ich es gezeigt habe. Ich habe noch mit ein paar Maschenmarkierer die Ränder hier miteinander verbunden, dass es mir auch nicht wegrutscht bei Vernähen. Hier habe ich auf dieser Stelle meine Arbeit beendet. Und ab dieser Stelle fange ich mit Kettmaschen
die zwei Seiten miteinander zu vernähen. Also die erste Masche, muss ich gucken, wo ich hier anfange. Gehe ich unter diese Schlinge, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Nehme mir dann den Faden und ziehe so den Faden nach vorne. Dann, ich nehme eine Schlinge von einer Seite, die andere Schlinge von der anderen Seite, Faden holen und Kettenmasche häkeln. Und so mache ich dann, bis ich die beiden Teile miteinander vernäht habe. Hier am Ende müsst ihr gucken, da jetzt auch zwei Faden sind. Ich schneide ungefähr so viel ab. Also ein Endstück brauche ich nicht. Und mit dem Faden, die ich beide Teile miteinander verbunden habe, verbinde ich dann weiter. Hier ist ein bisschen kompliziert, aber das werden wir schaffen. Und die nächsten paar Stiche. So, und ich glaube, ich mache hier noch einen letzten Stich. Mach dann eine Luftmasche. Und so habe ich jetzt die beiden Teile miteinander verbunden. Und das Endstück werde ich dann nach innen ziehen und da von der Rückseite dann von innen verstecken. Wir haben jetzt diese beiden Seiten miteinander vernäht und wollen auf der anderen Seite das Gleiche machen. Aber ich mache ein wenig anders, und zwar ich beginne dann diese Kettenmaschenreihe nicht von hier an. Ich beginne von unten an. Warum mache ich das? Ich möchte mit der Kettmaschenreihe diese beiden Seiten miteinander vernähen. Und dann mache ich hier weiter Kettmaschenreihe. Also hier entlang, dann hier entlang und auf der anderen Seite mache ich genauso. Das gibt einen sehr schönen Optik. Und gibt auch Stabilität, wenn man zum Beispiel nachher irgendwas in der Tasche hat, dass diese Teile oder diese Seiten nicht lang werden. Also durch die Kettmaschenreihe gibt man hier auch ein wenig Stabilität, und die werde ich ein bisschen fester häkeln. Also das empfehle ich euch. Wenn ihr das nicht machen wollt, müsst ihr natürlich es nicht, dann lasst ihr es auch so. Das häkelt ihr von da bis da und das war's. Und ich mache das so, wie ich es gesagt habe. So, ich denke mal, ich brauche euch hier nicht zeigen, wie man den Naht befestigt und dann diese beiden Teile miteinander vernäht, genauso wie da. Das könnt ihr auch selbstständig machen. Und ich zeige euch dann nachher das Endergebnis. Die Tasche ist jetzt soweit fertig und sieht so aus. Mir fehlt noch der Henkel. Den Henkel werde ich nicht häkeln. Ich habe hier einen fertigen. Und den werde ich jetzt einmal an der Tasche befestigen. Dafür habe ich auch die Karabiner schon vorbereitet. Befestige ich an den Ecken.
Und dann kommt jetzt der Henkel dazu. Und jetzt ist die ganze Tasche von mir komplett fertig.